Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 7. So, in diesem Video kurz gezeigt die Installation von KiCad 7 unter Windows. Das ist hier so ein bisschen meine Windows-Räuber-Installation, deswegen stimmt jetzt hier meine Ordnerstruktur vom KiCad 7 nicht ganz. Dazu komme ich dann aber später. Ich habe mir jetzt als erstes einmal KiCad 7 als Windows-Variante von KiCad.org heruntergeladen, habe das hier im Download-Ordner zu liegen. Dann habe ich mir unter meinem Benutzerverzeichnis einen KiCad 7-Ordner installiert. Genauso wie ich das hier mit dem KiCad 6-Ordner gemacht habe, habe ich den hier mit KiCad 7 installiert. Wie kriege ich das hier angepinnt? Indem ich jetzt hier auf eine Ebene höher gehe, Rechtsklick an Schnellzugriff anheften, dann wird hier so eine kleine Pinnnadel angezeigt. Damit wird dieser Ordner hier immer im Explorer angepinnt und ich kann da direkt immer schnell drauf zugreifen. Und ich habe jetzt Folgendes gemacht: Ich habe jetzt hier einfach den Ordner Projekte aus KiCad 6 hier rüber kopiert. Da kommen noch weitere Ordner dazu, das zeige ich aber dann im Linux. Wenn ich dann mit dem Tutorial fortfahre, ich möchte euch heute hier nur mal die Windows-Installation an sich zeigen und deshalb hier nur dieser eine Projekte-Ordner. Und hier sind also einige Projekte von mir drin. Und damit fangen wir mal an mit der Installation. Halt, bevor ich damit anfange, hier noch mal kurz gezeigt: KiCad 6, alte Installation. Wenn ich hier in den Schaltplan-Editor reingehe, habe ich jetzt hier mein KiCad 6-Projekt und wenn ich jetzt hier so einen hierarchischen Schaltplan habe, hatte ich ja hier dieses alte Symbol, diese Hierarchie, die ich mir öffnen konnte, die also hier auch nicht andockbar war in dem Sinne und ich musste dann hier über diese Pfeile nach oben und unten navigieren. Das war doch vielleicht ein bisschen umständlicher und in der KiCad 7-Version ist das dann hier in den Schaltplan-Editor mit integriert. Zeige ich euch gleich. Das ist eine von den oder eines von den neuen Futures. Ich mache mal hier wieder zu. Ich empfehle euch, das so zu machen, wie ich das gerade hier erklärt habe, auch so einen KiCad 7 Ordner hier anzulegen und die Projekte rüber zu kopieren. Einfach aus dem Grund, man kann dann einen Schritt zurückgehen. Hier unter Windows bleibt ja KiCad 6 installiert und KiCad 7 läuft parallel dazu. Das heißt, ich kann also hier in meinem KiCad 6 Ordner die alten Projekte noch mit KiCad 6 bearbeiten, kann also einen Schritt zurückgehen. Wenn ich jetzt hier dieses KiCad 6 Projekt, was ich rüber kopiert habe, nachher gleich nach der Installation mit KiCad 7 öffne, wird das im neuen Format abgespeichert und dann kann ich halt nicht mehr mit KiCad 6 das bearbeiten unter Umständen. So, soweit dazu. Gehen wir mal hier zur Installation. Machen wir mal schnell einen Doppelklick auf die Installationsechse. Dann bestätigen wir die Windows-Sicherheitsmeldung. Und wir kommen hier in den Installationsdialog. Dann gehen wir auf Weiter. Hier haben wir einmal das Hauptprogramm an sich. Für alle, die jetzt keine GitLab-Bibliotheken sich vom Internet herunterladen wollen oder runtergeladen haben, beziehungsweise für alle Einsteiger, ihr lasst bitte hier die Footprint-Bibliotheken und so weiter, die Häkchen alle drin, installiert also das Programm voll. Ich nehme das jetzt an dieser Stelle raus. In weiser Voraussicht für die zukünftigen Tutorials, die ich erstellen werde, nehme ich das jetzt hier raus. Alle anderen lassen es bitte drin. Auch hier die Demo-Projekte können wir rauslassen. Bei den Hilfedateien, dann nehme ich hier mal Deutsch. Kann ich nicht auswählen, sehen wir hier. Geht leider nicht. Werden im Moment noch nicht mitgeliefert. Ist aber auch nicht so schlimm. Was hier schon mal gut ist, im Gegensatz zum Linux, das mir heute schon von einem User bestätigt worden, vielen Dank, werden hier zumindest schon mal die deutschen Sprachdateien mitgeliefert und wir haben dann eine deutsche Oberfläche, was wir ja im Linux eben nicht hatten. So, gehen wir mal auf Weiter. Wir nehmen hier den vorgeschlagenen Ordner und dann werden wir hier noch hingewiesen, dass das KiCad am Laufen ist. Das machen wir hier natürlich mal zu, indem wir hier beenden. So, dann gehen wir auf OK und halt auf Installieren. So, die Installation läuft jetzt natürlich deutlich schneller ab, da ich ja die Bibliotheken nicht mit installiere.
Und dann sind wir auch gleich soweit fertig. Wir könnten jetzt hier noch den Haken setzen, um das FreeCAD-Programm zu installieren für die Konstruktion von Gehäusen oder von 3D-Objekten für Bauteile. Das lasse ich natürlich weg. Ich habe das hier schon installiert in der vorangegangenen Installation von 6. Sehen wir es hier unten. Ist das installiert? Wer das haben möchte, kann also hier den Haken setzen. Dann würde das jetzt auch noch vom Internet heruntergeladen und installiert. Machen wir hier mal fertigstellen. Und damit ist KiCad 7 installiert. Wir haben hier auch gleich, machen wir mal hier den Ordner zu, einen Desktop-Shortcut. Genauso lässt sich es natürlich hier übers Menü finden, über das Startmenü. Und ich mache jetzt hier mal einen Doppelklick drauf. Wir werden jetzt gefragt, ob wir mit den Standardeinstellungen starten wollen oder ob wir aus KiCad 6 bzw. 599 übernehmen wollen. Wir wollen jetzt hier von 6 übernehmen. Das empfehle ich euch auch. Wer hier schon mal in KiCad 6 seine ganzen Einstellungen gemacht hat, der möchte das ja auch in 7 haben. Also übernehmen wir das gleich. Dann haben wir hier nicht das Problem, da wieder alles neu einstellen zu müssen. Und wir können dann sofort arbeiten. Dann werden wir noch gefragt, ob wir hier anonyme Daten an KiCad übertragen möchten, wenn wir Abstürze haben, um eben den Entwicklern weiterzuhelfen. Das überlasse ich jedem selbst, entweder mit Nein oder Ja. Ich mache hier mal Ja, um die Entwickler auch ein bisschen zu unterstützen. Wer das nicht möchte, klickt Nein an, dann wird eben hier nicht so ein anonymisierter Bugreport geschickt. So, dann haben wir hier auf Aktualisierung prüfen. Wir haben ja hier unten die Plugin-Verwaltung. Wer also Plugins sich installiert, kann dann hier über Ja die zukünftig dann automatisch aktualisieren lassen. Wer das nicht möchte, klickt Nein an. Ich sage hier an der Stelle Ja. Damit ist das Programm an sich soweit gestartet. Ich gehe jetzt mal hier auf Öffnen und ich nehme natürlich hier einen KiCad 7 Ordner Projekte. Gehe hier rein, habe jetzt hier mein Projekt, kann das hier mal öffnen. Und gehe jetzt hier in den Schaltplan-Editor. Dann wäre ich hier gefragt, ob ich die globale Standard-Symbolbibliotheksquelle kopieren möchte. Das ist empfohlen, das empfehle ich auch jedem. Wer also hier nicht weiß, was er tut, Standardeinstellungen nehmen, kann nie schaden. Und damit wird das hier gestartet. Wir sind jetzt in der neuen KiCad 7-Oberfläche, haben jetzt hier die Schaltplan-Hierarchie auf dieser Seite. Können wir ja hier, wie schon gezeigt, ein- und ausblenden mit dem Button. Und wir sehen hier oben den Warnhinweis, wenn jetzt gespeichert wird, wird eben das in das neue Format gewandelt. Und ich mache das auch mal, damit ist diese Datei jetzt im neuen Format gespeichert. Aber dadurch, dass ich ja hier mir eine Kopie gemacht habe, KiCad 6, KiCad 7, kann ich natürlich auch mit der alten KiCad 6 Version dann in meiner alten Ordnerstruktur weiterarbeiten, sollte das vonnöten sein. Damit hätten wir das hier im Schaltplan-Editor. Das gleiche gilt für den Leiterplatten-Editor. Auch hier Global Standard empfohlen. Machen wir wieder OK. Gleiche Meldung wie beim Schaltplan-Editor. Dann wird mein Projekt jetzt hier geladen. Auch hier wieder die Meldung altes Dateiformat. Machen wir hier mal einspeichern. Damit ist das auch schon im neuen Format gespeichert. Und damit wäre eigentlich jetzt mal so fürs Erste die Installation abgeschlossen und weiter geht's dann mit dem Schaltplan-Editor im Tutorial und zwar dann in dem Fall die ganzen neuen Futures. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.